Der Professor und die Löwen. Gemütlich an des Niles Strand. Im weltbekannten Nubierland. Professor Schleule, viel gereist. Auf einer Palme sitzt und speist. Wie er vom Baum herunter will. Da kommt von ferne mit Gebrüll. Ein Löwenpaar gerannt und drum. Kehrt der Professor schleunigst um. Und schon im nächsten Augenblick sind sie ganz nah, doch welch ein Glück, dass Schleule hoch genug schon war. Es fehlte fast nur um ein Haar. Was tun? Denkt er. Die Löwen lauern. Das kann wohl viele Stunden dauern. Und endlich sieht er, dass durch List allein noch Rettung möglich ist. Just ehe die Sonne geht nach Haus, zieht Schleule seine Kleider aus. Nicht lang, vor Hast das Herz ihm klopft, sind sie mit Laubwerk ausgestopft. Dem künstlich ausgestopften Mann lässt er vom Baume fallen dann, zu täuschen so das Löwenpaar, als wär er's selbst mit Haut und Haar. War es der Hunger? Durst nach Blut? War es die Dämmerung? Kurz und gut, die Löwen gehen auf den Leim und schleppen rasch die Puppe heim. Indes vergnügt der schlaue Mann sich vor den Bestien retten kann. Vom Baume klettert mit Bedacht und schleunigst aus dem Staub sich macht. Wie heim nun kommt das Löwenpaar, da jubelt laut der jungen Schar. Denn diese hungerte gar sehr. Lang gab's ja nichts zu essen mehr. Allein trotz allem Appetit. Lang tut von ihnen keiner mit. Gesichter schneiden sie ganz gräulich. Pfui, der Professor schmeckt abscheulich. Nun brüllt umsonst das Löwenpaar. Denn eines ist und bleibet klar. Es zeigt die Schlauheit aller Wegen. Sich doch der Stärke überlegen.